Hallo Leute und willkommen zurück zu Vortorio, meiner Factorio-Serie. Und wie ihr sehen könnt, hier ist nun alles angeschlossen. Es läuft auch schon an. Noch etwas zaghaft, denn die ganzen Items, hier hauptsächlich die grünen Schaltkreise, müssen erst noch durchlaufen. Aber wie ihr sehen könnt, wir produzieren blaue Fläschchen. Nun, was ich heute machen möchte, ist hier auf der Seite wahrscheinlich oder oben eine Einkaufsstraße zu haben, so dass wir die ganzen Förderbänder, die ganzen Greifarme und was wir sonst noch brauchen, nicht immer von Hand craften müssen. Für das brauche ich aber auf der einen Seite mehr Förderbänder. Ich glaube, gelbe werden es hierfür tun. Und ich brauche auch ein paar zusätzliche Fabriken. Wir brauchen nicht die grünen, die blauen werden es tun. Und während das Ganze hier gebaut wird, gehe ich mal schauen. Da sieht es aus, als wären da so einige Nässe. Ob wir da was machen können, um nicht die ganze Zeit von den Aliens überrannt zu werden. Wie ihr sehen könnt, kommen da einige. Inzwischen haben wir nicht nur im Süden eine Erweiterung und im Norden, sondern hier auch im Osten. Und ich denke, da werden wir unsere Einkaufsstraße bauen. Denn ich kann beispielsweise hier etwas Eisen abnehmen. Das bringen wir dann hier rüber. Wahrscheinlich habe ich da zu wenig rote Förderbänder. Denn wir werden auch hier Kupfer abnehmen. Und den Rest, den wir wahrscheinlich brauchen, werden wir durch Roboter liefern lassen. Hol ich mal ein bisschen mehr Eisen. Und dann sind wir ja hier im unteren Eck, wo wir reinkommen. Port. Und dann, wo sind meine Fabriken? Hier. Das gibt erstmal Zahnräder. Und für Zahnräder brauchen wir Eisen. Das
hier rein. Wir werden auch ein paar mehr Greifarme brauchen. Und dann hier in der Mitte. Da gehen wir raus. Hier bauen wir. Okay, schnellere Forschung. Und dann machen wir doch den letzten Teil auch noch. Gelbe Fließbänder, gelbe Untergrundbänder und gelbe Teiler. Hier machen wir dasselbe in Rot. Und ihr ahnt es bereits, das Ganze in Blau auch noch. Für Blau brauchen wir allerdings dann auch noch Schmiermittel. Das haben wir hier unten irgendwo. Da ist, wie bekommen wir das hier durch? Das kommt von da oben. Verlängern. Okay. Den da nach oben ziehen. Und dann machen wir das so. Da müssen wir etwas runter. Bis hier. Ziehen. Hier am Rande runter. Dann kommen wir im Wesentlichen von hier oben. Okay. Seiten. Dann hier brauchen wir nochmals Eisen. Dann gelbe Untergrundbänder. So.
dieser Seite eine einfache Holzkiste. Da brauchen wir nicht viel. Da machen wir mal so viel. Dann sehen wir auch. Wegen Strom müssen wir dann sowieso noch schauen. Dann hier, oh Wunder, brauchen wir wieder dasselbe Setup. Das einfach wieder oben auf Rot. Und hier brauchen wir grüne Schaltkreise. Hier werden wir rote Schaltkreise benötigen. So. Und hier brauchen wir die. So, geht das durch? Und da fehlt es wieder an Ressourcen und wie ihr sehen könnt, dringend nötig, dass wir da was automatisieren. Genau. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich Kupfer dann hier überhaupt brauche. Brauche ich definitiv auch ein paar mehr Greifarme. Und wir wollen hier Anbieterkissen haben. Da brauchen wir nichts dazwischen, das heißt, wir können das dann so machen. Und dann das mal so. Hier oben brauchen wir noch Strom. Dann hier unten. Da geht's raus, da geht's raus. Da geht's raus, da geht's raus, da geht's raus, da geht's raus, da geht's rein. Hier noch was. Yeah.
funktioniert auch das hier. Hier. Ah, ja. Auch hier ein langer Greifarm. Dazwischen wahrscheinlich auch. Dazwischen. Und lassen Sie uns hier noch fehlt. Ja, da müssen wir auch begrenzen. Gut, dann das nächste, was wir brauchen, sind hier wiederum drei Maschinen in der Mitte, die gelben. Da machen wir die hier, da machen wir jene hier. Auf dieser Seite eine solche Kiste. Hier begrenzen wir genau auf so viel. Wasser. Und da bräuchten wir noch etwas an grünen Schaltkreisen. Sollte das auch zum Fliegen kommen. Und dann haben wir, glaube ich, hier eine letzte Reihe. Hier machen wir die da. Aha. Und wenn ich das hier auf diese Seite mache, dann kann ich das auch auf der anderen Seite verwenden. Hier machen wir jene hin und hier machen wir die hin. Ja.
da fehlt es uns jetzt lediglich an den Zahnrädern, die von denen zu wenig durchkommen. Weil wir nicht schnell genug produzieren. In dem Fall baue ich mir noch ein paar Greifarme von Hand. Auch etwas Stahl. Aber dann sollten wir hier in etwa alles haben, was wir brauchen. Da geht's raus. Zwei und hier vier. Hier brauchen wir. Das geht natürlich nicht. Ja, hier brauche ich auch Zahnräder. Ausladung. So, das Endresultat sieht so aus hier unten mit unserer mehrheitlich Logistikverarbeitung, die hauptsächlich auf Eisen basiert, und dann hier oben eine Einkaufsstraße, welche wir mit Logistikrobotern bewirtschaften. Und ich habe inzwischen auch mein Logistikinventar so eingestellt, dass ich da immer das zur Verfügung habe, oder ich hoffe, ich habe das zur Verfügung, was ich brauche, und alles wird automatisch hier unten hergestellt. So, dass wir nun, jetzt wo auf dieser Seite eigentlich alles voll läuft, da oben wird noch produziert, aber hier unten alles voll, sprich wir ziehen da nicht mehr die Mengen an Ressourcen ab, die uns dann hier abgehen, so dass wir nächstes Mal hier unten, wo wir noch massiv Platz haben, dann auch eine Produktion für gelbe und violette Fläschchen aufziehen können, so dass wir wirklich schneller und durchgehend forschen. Also bis zum nächsten Mal und tschüss!